Zack, Lorne. So. So, jetzt können wir raus da aus deinem Loch. Sonst komme ich ein. Bonnie! Okay, das war's. Sind sie weg? Ja, die schnappen ein wenig Luft. Deine Schwester hat erwähnt, dass du ein Dickkopf bist, aber von Idiot hat sie nichts gesagt. Hey, dafür sollte ich den Ertrag Prügel verpassen. Probier's. Hier, nimm dein Funkgerät. Wir gehen. Nein, Birdie. Wir müssen Birdie finden. Wen? Er hat die Infizierten weggelockt, als die mich da unten schnappen wollten. Ohne ihn wäre ich wie Kojak geendet. In deinem Zustand suchst du niemanden. Er ist doch nur ein Kind, Mann. Ich habe seiner Mutter versprochen, dass ich ihn zurückbringe. Verstehst du? Er hat diese Mistkerle abgelenkt, klar? Damit ich mir die Kristalle für den Basar schnappen konnte. Ich muss ihn finden. In deinem Zustand suchst du niemanden, Barney. Ohne ihn gehe ich nicht zurück. Wo finde ich ihn? Er war im Erdgeschoss, als diese Arschlöcher mich umzingelt haben. Dann sind die ihm durch die Seitentür nachgerannt. Okay, du bleibst hier und wartest auf mein Zeichen. Ich finde deinen Freund und hole dich dann. Kapiert? Beeilung! Jetzt schafft er mir ja noch, was ist denn da noch dieser Pfosten, ne? Blut. Muss von Birdie sein. Die Spur führt mich zu ihm. Warum geht es dieses blöde Kuh nicht? Er ist zum Lastwagen gerannt. Vielleicht hat er es geschafft. Aiden, hast du Birdie gefunden? Kampflos hat er sich nicht ergeben. Ah, jetzt hat. Warum geht denn das Kuh nicht immer? Scheißkerle, alle abgemuckst. Wer bist du? Ich bin Aiden. Kannst du dich bewegen? Barney hat mich geschickt. Barney? Klar, der gute alte Barney. Er hat's rausgeschafft, oder? Er hat die Kristalle. Ja, hat er. Dank dir, Junge. Ich hab's geschafft. 3 Infizierte umgelegt. Hast du gesehen? Naja, 2 waren schon verwundet, aber... Also, heute ist mein Geburtstag. Und tust du mir einen Gefallen? Dort drüben. Siehst du? Mein Funkgerät. Ich muss jemanden anfunken. Hier, aber wir müssen schnell machen. Klar, klar. Ich muss nur... Hallo? Mama? Bist du da? Mama? Nathan? Bist du das? Was ist los? Wo bist du? Alles gut, Mama. Wir sind fast... Barney und ich müssen hier nur noch... Barney! Er hat mir versprochen, auf dich aufzupassen. Keine Angst, Mama. Hör zu. Wir haben die Kristalle. Wir haben sie. Und ich habe 3 Infizierte. Ich habe sie besiegt, Mama. Wir müssen los. Jetzt. Dann los! Raus da und komm zurück! Barney hat es versprochen! Ja, klar. Gleich. Wir sind bald zurück, Mama. Nathan? Was ist da los? Nathan? Nathan! Wir sollen ihm den Kopf einschlagen, da ist er nicht verwandelt. Barney, bist du da? Oh. Barney? Aiden, bist du da? Ja, ich versuche, deinen Bruder zu erreichen. Barney ist schon hier, gerade angekommen. Er, was? Aber er sollte doch...
hat dir nicht vertraut. Er dachte, du willst ihm die Kristalle abnehmen. Deshalb sollte ich nach seinem Freund suchen, damit er sich davonschleichen kann? So ist es nicht. Komm zurück zum Bazar. Ich erkläre dann alles. Mhm. Genau. Ich sag doch die Bazar, Leute. Alle über Soldaten. Verpiss dich, ich muss hier weg. Mein Gott, geh mal wieder aus der Optik. Aus der Bahn, jetzt Kimi. Ja, kommt's her. Ach, aus der... Stufe 3. Ist jetzt eh nicht gut, oder? Ist jetzt eh nicht gut, oder? War fast ein bisschen knapp geworden. Aber noch fast. Sehr fix, ich meine, der Stufe 4 noch irgendwie grün. Aber zwei drin gestanden. Na, da gibt's infizierten Köpfe, da geht was. Alles was verdient. Mach die Tür auf, dass ich diesen Barney mal nicht klatschen kann. Wieso denn? Dieser Barney-Junge macht nichts als Ärger. Vielleicht wäre es besser für Sophie, wenn er nicht zurückkommt. Jetzt geht's uns besser, oder? Kommt drauf an, oder? Veronica, der Typ war ein Arschloch. Als der an der Spitze der PKs war, waren die absolut unausstehlich. Das Ganze ist ziemlich einfach. Lukas ist Geschichte, alles ist besser für uns. Amen. Du hältst besser mal die Schnauze, Barney. Wo ist Sophie? Du schon wieder? Was machst du? Spinnst du mir nach? Verheimlichst du was? Du hast über den PK-Commander geredet, oder? Oh, da haben wir jemand ganz neugierigen. Pass auf, wo du deine Nase reinsteckst, Pilger, oder sie fehlt bald. Dieser Flachwichser Lukas hat's verdient zu sterben. Das ist die Wahrheit. Barney, die Wahrheit ist, du bist ein Idiot und die Peacekeeper beschützen uns. Beschützen? Vor was? Wer hat unser Windrad besetzt? Die Peacekeeper. Wer hat die U-Bahn übernommen? Scheiß Lukas. Also die sollen sich doch hier alle verpissen, bevor es ihnen geht wie diesem gottverfluchten Commander. Du solltest doch auf mich warten. Auf dich warten im Garten. Planänderung.
Schiss, dass ich hinter deinen Kristallen her bin, hä? Schiss? Vor dir? Dass ich nicht lache. Wir haben ja unsere eigenen Interessen, Pilger. Und die gehen dich gar nichts an. Zwei deiner Leute sind für eure Interessen gestorben. Du hast Birdie nur benutzt, um mich abzulenken, oder? Du weißt einen Scheiß über mich und meine Leute, Arschloch. Birdie war wie ein Bruder für mich. Aus irgendeinem Grund will meine Schwester dich sehen. Also geh ihr auf den Nerv. Ja. Ah, nicht schon wieder, du Sch... Wenn du glaubst, das hier tut weh, schreib euch weiter. Ein Pilger im Basar. Ja, ein Parcourspunkt. Und hopp. Warte. Oh. Ich probiere mit das dann. Ja. Interessant. Braucht man neue Waffen? Oh, mit dem Icke eine. Motor. Panzer. Panzerstand 8, Kampf-XP. Aus der Kosten Fernkampfwaffen werden reduziert. Panzerstand gegen Griff. Zweihandwaffen. Ja, ist jetzt ein Bogen, eine Zweihandwaffe. Jetzt ist das Fernkampfwaffe, oder? So. Lassen wir es einmal so wie es ist. Wenn ich hätte, würde ich kluge und clever. Wirklich, wir können keine Zeit verschwenden. Ich wünschte, ich wäre gegangen, als ich die Wir müssen sie töten, Karl. Sie haben eins zu uns gehört. Wir müssen verhandeln. Mit Erpressern verhandelt man nicht. Deine Mutter war ganz anders. Außerdem habe ich hier das Sagen. Wir machen uns bereit. Und wir geben Joe diese Scheißkristalle. Feige Ratte. Ich weiß, was du denkst, aber wir müssen auf ihn hören, Herman. Für den Basar. Nur für den Basar. Sophie. Ganz ruhig, Herman. Er hat Barney gerettet. Schon vergessen? Interessanter Typ, dein kleiner Bruder. Ihr seid wohl nicht gut klargekommen, hm? Sagen wir lieber, auf den ersten Blick ist was anderes. Barney hat seine Schattenseiten. Aber er ist auch unglaublich loyal. Und Old Villador hat so viele Sorgen, dass ich eben Leute brauche, denen man vertrauen kann. Was sind das denn für Sorgen? Du bist ein kleiner Naseweiß, Aiden, was? Frag einfach. Was willst du wissen? Alles. Nach dem Mord am Commander hat sich euer Verhältnis mit den Peacekeepern also verschlechtert. Das ist noch untertrieben. Genauer gesagt, alles ist schiefgelaufen. Aber Lucas hatte den Tod verdient. Seit der Pest gab es nichts, was den Leuten hier so geschadet hat wie er. Auf seinen Befehl übernahmen die Peacekeeper das Windrad. Für ihr eigenes Wohl. Sie greifen sich einen Großteil unseres Essens ab. Und unser Wasser. Und für welche Gegenleistung? Schutz? Beschützen kann ich uns selber. Das habe ich schon seit meiner Kindheit gemacht. Diese Kristalle, was hat es mit denen auf sich? Sie entstanden bei dem Chemieangriff auf die Stadt. Ja, das eine wir Art schon. Nebenwirkung. Die Leute glauben, wenn man sie trägt, infiziert man sich langsamer. Das glaube ich zwar nicht, aber versuchen kann man es ja mal. Und deshalb sind sie so wichtig für euch? Da gibt es auch noch andere Gründe. Sie sind schwer zu bekommen, schwer zu zerstören und... Und weil sie so schön sind, kommt man schwer von ihnen los, hm? Und vor allem sind es richtige Objekte. Sie sind viel realer als Papier oder altes Geld. Deshalb sind sie ja auch so teuer. Warum ist Barney abgehauen? Kristalle sind wertvoll. Wir brauchen sie für eine Transaktion.
Und du kannst uns jetzt helfen. Wie bei Barney, Birdie? Wie Hilfe hat sich das nicht angefühlt? Barney bekam einen Schock, als er das mit Birdie erfuhr. Deshalb ist er vor dir abgehauen. Er will nur das Beste für den Bazaar, Aiden. Er denkt, er beschützt uns alle. Er ist eigentlich noch ein Kind. Er war noch recht jung, als unsere Mutter starb. Aber auch vorher schon, als er klein war, waren wir eigentlich immer alleine. Jetzt ist er erwachsen und braucht niemanden mehr. Je mehr er anderen helfen will, desto mehr tut er sich selber weh. Dieser Streit mit Karl, worum ging es da? Sagen wir einfach, der Tod des PK-Kommandos hat unsere Probleme noch verschlimmert. Sieh dich um, Aiden. Was siehst du? Hättest du von den Leuten außerhalb der Mauer nur träumen können. Am Ende des Monats werden all diese Leute tot sein. Warum? Weil unsere Wasservorräte in Kürze aufgebraucht sein werden. Vor 2 Wochen haben ein Gauner namens Joe und sein Kumpel Jack mit ihrer Gang den einzigen Wasserturm in der Gegend übernommen. Vor kurzem lebten sie noch im Bazaar, aber Karl warf sie wegen ihrer Mauscheleien raus. Deshalb wollen sie sich rächen. Sie haben den Turm vermint und wollen ihn hochjagen, wenn sie nicht jede Woche Schutzgeld kriegen. In Form von Medizin, Essen und Kristallen. Und all diese Leute sind komplett ahnungslos? Was die Wasserknappheit angeht, ja. Ich wollte es ihnen sagen, aber Karl hatte Angst, es würde eine Panik auslösen. Er wandte sich lieber an die PKs, kam aber natürlich mit leeren Händen zurück. Die helfen nur sich selber, nicht uns. Dass Joe den Turm eingenommen hat und Schutzgeld verlangt, ist denen egal. Meine Mutter sagte immer, mit Erpressern verhandelt man nicht, als sie hier noch das Sagen hatte. Also bevor Karl die Macht ergriff, sie lenkte den Bazaar mit eiserner Faust. Karl gehorchte ihr. Aber nach ihrem Tod wurde er arrogant und großspurig. Wollte deine Mutter nicht, dass du ihr nachfolgst? Ich weiß, was sie für ihr Volk wollte. Gemeinschaft und Freiheit. So sagte sie es immer. Was sie für mich wollte, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob ich für sie überhaupt existierte. Sie war eine große Führerin, aber eine grottige Mutter. Was hast du vor? Ich werde tun, was ich tun muss. Ich habe versprochen, Karl zu helfen. Solange er das Sagen hat, bekommen Jack und Joe ihr Schutzgeld. Und sie werden immer mehr aus uns rausquetschen. Und so weiter und so weiter. Die Sicherheit meiner Leute ist das Wichtigste. Du hast bewiesen, dass man dir vertrauen kann. Daher möchte ich dich um Hilfe bitten. Karl glaubt, Joe würde sich an die Abmachung halten, dass er uns Zugang zu dem Wasser geben wird. Aber ich bin da skeptisch. Ich muss Leute losschicken, damit sie mit den Banditen verhandeln. Und ich will Überraschungen vermeiden. Karl ist mit unseren Leuten schon unterwegs zu dem Ort, wo der Deal über die Bühne gehen wird. Sorg bitte dafür, dass alles glatt läuft. Ich soll sie bewachen. Ja, aber sei diskret und halte Abstand. Jawohl. Ich verlasse den Bazaar heute nicht. Zielgenauigkeit. Ein Body Drop. Na, nehmen wir mal mit. Ich hab's was bringt. Wir können Molotovs herstellen. Yeah. Stellen wir mal vorher. 1, 3, 4, 5. Und für das sind wir immer beim Händler alles kaufen. Guck mich nicht so an, ich gebe dir bloß Infos. Und weißt du was? Du wirst es nicht bereuen. Aiden? Da stimmt was nicht. Susie? Bist du da? Sophie! Wir werden... Was? Susie, was ist da los? Es war eine Falle! Ha! Scheiße! Susie? Ralf? Aiden, schnell! Sie haben alle Kristalle! Alles, was wir hatten! Hey, Mädchen, ich muss die Jagd beenden. Thank you.
Ich sehe Banditen. Und eine Menge Leichen, Sophie. Es tut mir leid. Wusste ich doch, dass die Schweine uns hintergehen würden. Die Situation noch besser schnell. Scheiß auf die Wichser, Aiden. Mach sie alle kalt. Schnapp ihn dir. Na, jetzt bin ich auf God of War. Lass sie bluten. Und schlitz ihn auf. Nimm das. Jetzt reicht's. Alle Mann ran an den Speck. Nimm das! Der Typ ist ne Pfeffer! Nimm das! Geschafft. Keine Überlebenden. Diese Bestien! Finde die Kristalle! Susi hatte sie! Okidoki. Susi? Karl. Sie haben Karl. Was? Wo? In ihrem Lager. Wir müssen... Susi? Susi, wo sind die Kristalle? Susi? Sophie, ich habe Susi gefunden. Sie ist tot. Ich kann es nicht fassen. Zuerst Birdie, jetzt sie. Verdammt. Verdammt, verdammt! Du hättest nichts tun können. Nein, außer dass ich sie dahin geschickt habe. Joes Leute haben Karl entführt. Und ich sehe die Kristalle nicht. Oh, fuck! Shit! Verdammter! Was? Ein Unhold. Ein riesiger, hässlicher Bastard. Er ist langsam. Aber sei vorsichtig. Durchsuch die anderen Leichen, Aiden. Vielleicht sind die Kristalle ja noch da. Ja, klar. Mollys. Kämpfen ja Holle her. Wenn der irgendwo verflutzt Nest war. Ja, freilich greift sie aus Holle Licher aus. Ne? Sophie, die haben alles mitgenommen. Wahrscheinlich bevor du da warst. Alles ist schief gelaufen. Also gut. Jetzt gehen wir in die Offensive. Treffen wir uns am Lagerplatz von Jack und Joe auf dem Dach bei der Überführung. Wir gehen Karl holen und unsere Kristalle. Jack und Joe werden für diesen Scheiß bezahlen. Aiden, wie geht's? Bist du am Leben, Mann? Scheiße, ich werd sentimental. Das habe ich seit meiner dritten Scheidung nicht mehr gesagt. Das ehrt mich, aber mach dir keine Hoffnung. Bin ich so der Typ für die Ehe. Was über den Mord am Commander rausgefunden? Sophies Bruder hat etwas über Lukas Tod erwähnt. Mehr nicht bisher. Jetzt gibt es ein größeres Problem. Die Banditen, die du erwähnt hast, haben Karl als Geisel genommen. Ah, oh, scheiße. Genau. Ich helfe Sophie, ihn zu befreien. Gut. Verschaff dir ihr Vertrauen. Vielleicht finden wir so raus, was sie wissen. Pass auf dich auf. Vielleicht werden sie misstrauisch. Aber wenn du das hinkriegst, lässt uns Ato ins Zentrum. Ah, Piste.
Höhle. So. In seiner Höhle. Nichts gehabt. Also einen Stofffetzen. Na, 8 Stofffetzen, da ist nicht leer. Du für eine. Ah. Da sind wir sehr da oben. Wir müssen irgendwie da oben hin. Blut im Gesicht, Mann. Ja, Mann. Das ist ekelhaftes, schleimiges, mutiertes Zombieblut. Ja, Mann. Ekelig. Mir graust selber von mir. Jack und Joe sind einfach nur hinterhältige Mistkerle. Weißt du, was du da tust? Jupp. Na, jetzt habe ich wieder C vergessen. Hauptsache, ich hab's gekauft. Nein. Nur in der Hose. Den kriegst du nicht. Bist nicht hübsch genug. Haben wir schon ein bisschen was eingelagert. Waffe. Nein, nehmen wir nicht mit. Hallo, Herman. Wo ist Sophie? Warum warst du nicht bei der Mission? Deine Freunde hätten dich gebraucht. Okay, das heißt wohl, ich soll hier warten.